Ja, damit ein allerherzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, die 360 Dude. Wir sind heute auf der Kerberstrecke 1994 unterwegs und fahren einen Güterzug. Ich habe sie jetzt hier mal automatisch aufrüsten lassen. Ich wollte es jetzt nicht selber machen. Ich habe da irgendwie ein Problem gehabt mit der zweiten Lok bei der Testaufnahme. Und jetzt machen wir es halt einfach mal automatisch. Ich werde aber mit PCB fahren, aber ohne Deceiver. Deceiver nervt einfach nur. Und ja, sollte eine entspannte Fahrt werden. Ich vertone es jetzt im Nachhinein, weil irgendwie, ich finde es besser, das zu spielen, ohne dass ich jedes Mal meinen Senf dazu gebe. Und danach ein bisschen Vertonung zuzugeben. Aber auch nicht die ganze Fahrt. Also, weiß ich nicht. Außer ihr wollt es, ihr müsst das mal sagen in zukünftigen Videos, dass ich die ganze Zeit irgendwas quatsch. Aber nee. Ich werde recht wenig und vermutlich eher nur am Anfang jetzt erstmal aufnehmen. Und so wirklich durchgehend vertonen würde ich dann eher bei so Livestreams, wie ich das immer mache, auf Twitch. Da macht es mehr Spaß. Weil da kann ich mit euch dann auch unterhalten. Ich bin natürlich wieder Chaos-Löwe. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so gut laufen. Ihr werdet es dann schon sehen. Aber ich komme wieder raus. Ich glaube, die Baureihe bin ich mit euch auch noch gar nicht gefahren. Die 151er hier in Doppeltraktion. Ja, wir warten jetzt hier noch auf die Ausfahrt. Es wird noch ein Schnellzug vorbeikommen. Und mit der Baureihe 103. Und wenn der durch ist, dann dürfen wir losfahren. Und da kommt der Kollege. Vielleicht in der Abstellung. Oder holt sich gerade was Neues. Diese S-Bahn ist echt schön. Da will ich definitiv auch noch ein Szenario mit der spielen. Ich bin jetzt sogar auf der Strecke, weil die Strecke ist echt schön gestaltet, muss ich sagen. Hat wirklich Spaß gemacht, auf der zu fahren. Tja. Großes Warten. Link zur Strecke eben in der Beschreibung unten drin. Und das ist jetzt eine gemoddete Strecke von einer gemoddeten Strecke. Es war nämlich ursprünglich die Grenzwald Altburg Beta 07 von Team Etsy und der Christo von Team 2000 Hertz, glaube ich, ist es, hat es dann nochmal komplett überarbeitet. Mit letzten Update Stand 23.03. So, da kommt da auch schon der Schnellzug. So, dann soll es jetzt auch gleich mal losgehen. Wir müssen jetzt auf die Seiten mal schauen. Es sind ein paar interessante Gleisabschnitte dabei. Also auch Sachen, die da schon nicht mehr genutzt werden. Finde ich mal ganz spannend, wenn dann so verwitterte Gleise irgendwo rum sind. Ja, ist ein recht langer und schwerer Zug. Also, ich klicke mich erstmal aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Incident. Wir werden dann gleich mal hier losfahren.
So, da fahren wir jetzt auch los. Wenn dich wundert, was das Schalten am Anfang gewesen ist, das kommt vom Raildriver. Der mag nicht gleich immer Gas geben, also die Lok will nicht Gas geben, hat was mit der Bremse zu tun. Da muss man mit der Bremse spielen, bis dann der Input von Raildriver angenommen wird. Ja, ein bisschen nervig. Aber wenn man weiß, wie, dann funktioniert's. So. Schauen wir erstmal, dass wir hier aus dem Abstellgleis rauskommen und dann mal Gummi geben. Wer es bemerkt hat, ich habe den Lüfter die ganze Zeit an. Der hätte auch eine automatische Stellung. Da bin ich erst später drauf gekommen. Tja, jetzt läuft er halt die ganze Zeit. Außer wenn er steht, dann habe ich ihn auch eigentlich immer wieder ausgemacht. Ja, der erste Incident, der kommt schon bald. Also, bis gleich. So haben wir zum Beispiel den ersten Bereich, so mit Gleisen, die nicht mehr genutzt werden. Ich finde sowas echt immer schön. Mit dem Panoramic Shot. Sieht nach einem alten Güterumschlag aus, wo sie da reingefahren sind.
Ich frage mich auch manchmal, ob ich vielleicht Musik hinterlegen sollte bei solchen Videos, ob das ein bisschen spannender ist. Also ich für mich glaube, ich hätte es nicht so gern. Also ich hätte schon gern das Geräusch von der Lok, wenn ich schon sowas zugucke. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, das kannst du mal in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, schaut sich sowas primär an oder als Begleitung? Also wenn ich mal solche Videos anschaue, dann eigentlich nur als Begleitung, vormeistens selber. Und guckt bei dem anderen so zu, was er so macht. Oder wenn er weiß, oder, dass er ein Chaosfahrer ist, wenn irgendwann wieder ein Blödsinn passiert. So, da kommt die erste Schutzstelle, die ich verpasse. Und da ist der Hauptschalter weg. Das werde ich jetzt gleich verkacken. Ich mache hier gleich alles aus und das findet PCB nicht so geil. Und da ist passiert. Das heißt, einmal stehen bleiben. Fail Nummer 1. Ich glaube, ich mache mal so einen Fail-Counter rein.
Hi, Lokführer, Zugnummer 55, 40, 6. Die Fahrdienstleitung, grüß dich. Ja, hallo. In Senneskirchen lasse ich Fernverkehr an dir vorbei. Ja, okay. Und noch der Hinweis, da im Ausweichgleis in Senneskirchen, da liegt ein Magnet, der hat heute schon für Ärger gesorgt. Techniker-Teams unterwegs, aber noch nicht vor Ort. Wunder dich nicht, wenn du da eingeschossen kriegst. Prima Aussichten. Danke für den Hinweis. Ich weiß Bescheid. Ja, gute Fahrt noch. Danke. Tschö. Ja, und das hat jetzt gleich unseren zweiten Fail angekündigt. Dann, ich krieg nämlich da einen geschossen und bleib natürlich wieder stehen. Das wird super. Wir haben noch ein paar Kilometer, bis es soweit ist. Da müssen wir dann auch länger stehen bleiben. Eventuell werde ich das Segment ein bisschen rausschneiden, also vom Stehen, beziehungsweise ich mache einfach am Punkt zum Skippen. Müsst ihr das halt die ganze Zeit angucken, wenn der Zug da steht. Also, dann gute Fahrt und schauen wir gleich, wenn es dann soweit ist. Ich wünschte, er würde mehr so Panoramic-Shots von der Seite machen, nicht immer von oben. So, jetzt nehmen wir uns auch gleich schon den Fail. Ich dachte eigentlich, ich konnte als ganz locker flockig gleich bremsen. Aber dem war wohl halt nicht so.
glaube, das nächste Signal dürfte es sein. Was mir dann gleich anzeigt, dass ich langsamer werden sollte. Ach, schöne Landschaft da schon wieder. Ja, wieder was für ein Screenshot. Ne, okay. Das nächste ist auch noch nicht. Noch alles 2D. Aber wie viel Arbeit es sein muss, die ganze Bepflanzung dahin zu machen. Also Hut ab. Aber sieht halt natürlich zum Fahren gleich viel schöner aus. Das Gefährliche bei solchen Aufnahmen ist, dass man Signal- oder Geschwindigkeitsschild übersehen könnte. Ah, da ist es ja. So, das sehe ich ja. Mhm. Jetzt sollte ich vielleicht langsamer werden. Bin da schon runter, fangen Bremsen an. Stand jetzt auf 80. Gehe eigentlich ganz gut in die Eisen, für mein Gefühl. Und wumm. 500 Hertz Angang. Ich glaube, das war einfach genau der, was er gemeint hat. Weil ansonsten, glaube ich, habe ich echt human bremst. Ja. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als stehen zu bleiben und wieder anzufahren. Bis wir da auf dem Nebengleis sind. So, hier werden wir jetzt eine ganze Weile lang stehen bleiben, bis der Schnellzug da vorbei ist. Und ich glaube, den Teil werde ich mal rausschneiden, weil wir stehen da, glaube ich, schon knapp 8 Minuten. Und schneide mir rein, wenn es dann losgeht. Also.
Bis gleich.
So, dieses Mal habe ich jetzt mal nicht verkackt. Aber jetzt müssen wir gleich wieder etwas länger stehen bleiben. Wir warten, bis auf ein paar S-Bahn-Züge vorbeigefahren sind. Das dauert auch wieder recht lange und dann geht es auch schon zu unserem Ziel. Also das Warten werde ich für euch auch wieder rausschneiden. Also bis gleich und hoffe, ihr euch gefallen, die Fahrt. War spannend.